Herr Reich-Ranicki, Literaturnobelpreis für die rumänisch-deutsche Autorin Hertha Müller. Überrascht Sie diese Entscheidung? Überhaupt nicht. Ich habe Ihren Prosaband Reisende auf einem Bein schon 1989 sehr wohlwollend besprochen. Und auch Ihr Lyrikband Im Haarknoten wohnt eine Dame enthält einige durchaus brauchbare Gedichte. Ich habe Hertha Müller persönlich entdeckt. Der Preis war überfällig. Sie hätte ihn schon vor 10 Jahren bekommen sollen. Statt des grauenhaften und überschätzten Günter Grass. Günter Grass hat ein gutes Buch geschrieben, die Blechtrommel. Und selbst von der Blechtrommel waren höchstens die ersten 30, na sagen wir die ersten 3 Seiten, gute Literatur. Alles andere war unerträgliches Geschwätz. Aber wir wollen in dieser Stunde nicht auch den anderen großen Rumäniendeutschen vergessen, der unsere Literatur bereichert hat, Peter Maffay. Herr Maffay, waren Sie nicht ein bisschen neidisch, als Sie von der Vergabe des Literaturnobelpreises für Hertha Müller gehört haben? Nun, Freunde, ich war schon mit Gerd Müller befreundet. Und mit Hansi Müller. Und mit Henry Müller. Und mit Marius Müller. Und ich trinke Müllermilch. Und ich kenne Hertha Müller. Leider nicht. Aber sie hat den Preis bestimmt verdient, weil sie kommt aus Rumänien. Und Freunde, ich sage, wir Draculas müssen zusammenhalten.